So, und da das Video jetzt ohne die Tatsache, dass ich zum Holz viel sagen kann, relativ kurz ausfallen würde für meine Verhältnisse, denke ich, kann ich noch mal einen kleinen ökologischen Teil hinten dran klatschen, beziehungsweise zum Holz noch eine kleine Ergänzung. Früher waren Schiffsmasten ganz oft aus Tanne, weil die 50 Meter hoch wird, nicht nur werden kann, sondern auch wirklich wird, wenn man sie lässt. Und so hohe Masten sind sonst schwierig zu bekommen. Da war Tanne also quasi prädestiniert, zumal sie noch mal einen Ticken stabiler ist als eben das Fichtenholz und bietet sich dann wirklich einfach an. Die Dinger wurden dann größtenteils tatsächlich im Schwarzwald geschlagen. Das ist so der historische Ort für den Einschlag von Tanne, die zu Masten verarbeitet wurde, wurden dann in den entsprechenden Schwarzwaldflüssen runter zum Rhein geflößt, zusammengebunden zu großen Flößen, wo so Leute mit Stangen drauf standen und versucht haben, das einigermaßen zu lenken. Natürlich waren da Kräfte am Werk, die schwierig zu lenken waren, aber das waren alles natürlich Vollprofis. Bis rein in den Rhein und mit dem Rhein runter bis nach in den meisten Fällen Köln, wo sie dann weiterverkauft wurden an Leute, die damit dann wieder weitergefahren sind bis nach Holland. Einige wenige Flößer aus dem Schwarzwald haben sie auch direkt nach Holland geflößt und dann nochmal einen höheren Gewinn gemacht. Es gibt sogar ein Märchen, was darüber viel berichtet. Das ist das Kalte Herz von Wilhelm Hauff. Gibt es im Internet sowohl als Audiobuch als auch als Text natürlich kostenlos überall zu finden, wenn ihr das mal googelt. Hört euch das unbedingt mal an. Das ist wirklich tolle Sache und enthält viel historische Wahrheit, in Anführungszeichen. Und dazu ist es noch ein spannendes Märchen, wie ich finde. Also auch heutzutage im digitalen Zeitalter sind solche alten Geschichten immer noch sehr lesens- bzw. hörenswert. Ich würde es als Hörbuch empfehlen. Habe da einige Exemplare schon durchgehört, also verschiedene Aufnahmen, und bin jedes Mal wieder begeistert. Das ist halt das Waldmärchen schlechthin, so richtig mit forstlichen Informationen und so weiter. Da geht's primär um Tanne, deshalb habe ich gedacht, kann ich das jetzt hier mal kurz erwähnen. Dann muss man noch dazu sagen, die Tanne ist deswegen so selten, weil sie ein ziemliches Mimöschen ist, was Krankheiten angeht. Sie hat viele, sie hat erstmal einfach viele verschiedene Krankheiten, die sie bekommen kann. Die Buche hat da erheblich weniger beispielsweise. Dadurch ist sie halt einfach anfällig. Es gab mal das sogenannte Tannensterben. Das ist tatsächlich eine Komplexkrankheit. Wenn dann gleich mehrere Krankheitserreger, die die Tanne potenziell haben kann, gleichzeitig ankommen, sich gegenseitig noch dabei unterstützen, indem sie die Tanne eben schwächen. Und dann hat sie irgendwann zu viel und stirbt dann ab. Dadurch, dass Tannen sehr, sehr, sehr oft, besonders häufig, Wurzelverwachsungen mit den Tannen in ihrer Umgebung haben, war es dann auch für die Pathogene kein größeres Problem, über diese Wurzelverwachsungen in die nächste Tanne zu kommen. Und immer weiter in die nächste Tanne und in die nächste Tanne, weshalb Tannensterben als Komplexkrankheit dann meistens relativ großflächig aufgetreten ist. Einer der Gründe, weshalb die Tanne eben so selten ist. Der nächste Grund ist, dass sie übernutzt worden ist, eben gerade für so Spezialanwendungen wie Schiffsmasten. Jeder hat halt gehofft, dann diese eine Tanne jetzt als Schiffsmast verkaufen zu können, was dann extra Geld bringt, weil die besonders wertvoll sind. Und da hat man mehr Tannen geschlagen, als man eigentlich hätte müssen, und auch mehr Tannen geschlagen, als man überhaupt hat verkaufen können. Und in allen Regionen, wo das einigermaßen ein Thema war, waren die dann halt eben relativ schnell weg, wo es die gegeben hat. Natürlich gab es auch nie so viele Tannen. Die großen, großen, großen Fichtenwälder oben auf den Gebirgen war halt eben Fichte, und Tanne als Ding in mittendrin, so zwischendrin, in der Zwischenstufe, ist natürlich gesehen einfach nicht mengenmäßig großartig viel. Und wenn man da dann die dann halt auch noch intensiv nutzt, dann ist sie halt relativ schnell weg. Und als Brennholz hat man sie auch genutzt, da ist sie immerhin noch besser als die olle Buche. Die ist so schwer zu transportieren. Auch nochmal ein Grund, der zur Fast-Ausrottung in manchen Regionen von der Tanne geführt hat. Übrigens, wenn ich sage Fast-Ausrottung, Bayern ist das Bundesland mit dem zweithöchsten Tannenanteil unter den Waldbäumen, und da liegt dabei etwas über 2%. Nur mal zur Erläuterung, was der zweithöchste Anteil ist. Baden-Württemberg hat 8%, glaube ich. Hat jetzt in letzter Zeit noch mal stark zugenommen, und die Tanne, muss man sagen, ist auch dabei, sich zu erholen. Die Tannenfläche nimmt auch immer weiter zu. Auch aktuell trotz den Klimawandel, Einflüssen und ähnlichen Einflüssen auf den Wald, die jetzt nicht unbedingt vorteilhaft für die Waldvitalität sind. Dazu komme ich in einem eigenen Video nochmal dazu.
ist die Tanne definitiv eine Baumart, die sich ausbreitet. Vom Klimawandel wird sie auch wahrscheinlich nicht stark betroffen sein, weil in den Regionen, wo sie vorkommt, kann man auch beim Klimawandel noch mit genügend Niederschlägen rechnen. Sie hat aber Probleme mit Trockenheit, definitiv. Also könnte sie, also es ist so ein bisschen so eine Entweder-Oder-Situation. Entweder hat sie keine Probleme oder wenn sie welche bekommt, dann werden die relativ massiv sein. Und dann geht es mit der Tanne wahrscheinlich auch zugrunde, weil sie halt eben so ein bisschen ein Mimöschen ist. Sie hat zwar eigentlich ordentliches Holz, sie wächst auch relativ schnell unter guten Bedingungen, aber diese guten Bedingungen können halt ganz schnell dadurch zunichte gemacht werden, dass sie wieder irgendeine Krankheit bekommt. Und wahrscheinlich der wichtigste Faktor, Tanne ist lecker fürs Wild, sprich so ein Tannengebüsch, wie ich hier entsprechend drin hocke. Ja, okay, aktuell sieht man es gar nicht so sehr, dass ich da fast mittendrin hocke. Aber das, was ich euch am Anfang vom Video gezeigt habe. Wenn das erstmal so aussieht, dann kommen die Wildviecher auch nicht mehr hinterher. Aber damit es erstmal so aussehen kann, werden halt ganz viele kleine Tännchen auf so einer Höhe und so weiter und so fort oben abgebissen. Das Reh frisst wirklich zentral gerne Tanne, weil die schmeckt einfach besser als zum Beispiel die Fichte oder als viele Laubbäume. Tanne ist so der Snack schlechthin fürs Reh und bei viel Reh haben es dann die jungen Tannen einfach, das geht nicht. Das ist unmöglich, dass die dann nennenswert hochkommen. Jedes Jahr kommt mindestens einmal ein Reh pro junge Tanne vorbei und zack, beißt den Terminaltrieb ab, also den obersten Bereich. Der Tanne, das ist eben der Trieb, der fürs Höhenwachstum zuständig ist. Die Knospe, die mit am meisten Nährstoffen versorgt wird und so richtig nach oben sausen soll. Und das funktioniert dann halt eben nicht mehr, wenn sie abgebissen ist. Mit ein bisschen Glück hat die Tanne noch genug Reserven, das kleine Tännchen, um im nächsten Jahr nochmal eine neue so eine Knospe bilden zu können und es nochmal zu versuchen, nach oben zu kommen, nach Möglichkeit über Rehhöhe, weil spätestens dann ist man halt eben raus aus dem Äser. Man sagt dazu aus Fachsprache, aus dem Äser rausgewachsen. Und ja, dann überlebt sie. Aber wenn ihr das nicht gelingt, wird es schwierig und ich kann euch mal so einen Verbiss an der Tanne zeigen. Hier sieht man es ganz schön. Das hier ist der oberste Trieb. Der ist abgeknabbert worden. Hier, also das ist ein ganz klarer Verbiss vom Reh, dass hier der oberste Trieb fehlt. Er ist sehr früh abgeknabbert worden, sonst wäre er nicht so dünn und so schmächtig. Und was dann im Laufe des Jahres passiert ist, ist eben, dass diese beiden Triebe hier jetzt dicker geworden sind. Dann haben sich die Nährstoffe auf diese beiden Dinger, jeweils das oberste, konzentriert. Möglich wäre, dass einer von den beiden, zum Beispiel dieser hier, jetzt tendenziell nach oben wächst und der neue Terminaltrieb wird. Das wäre möglich, wahrscheinlicher ist, dass ich jetzt, hoppla, muss erst mal wiederfinden. wahrscheinlicher ist, dass sich hier nochmal ein zweiter Terminaltrieb nächstes Jahr ausbilden wird und dann entsprechend versuchen, eben wieder nach oben durch die Decke zu gehen. Aber das bleibt abzuwarten. Vielleicht beobachte ich diese Tanne ja mal ein paar Jahre lang. Ja, die Schädlichkeit von Wildverbiss wird relativ viel diskutiert von Jägern und Förstern, weil die Förster meinen, die Jäger müssen mehr schießen, weil der Wildverbiss zu hoch ist. Auch viel diskutiert wird, inwiefern denn die Jäger jetzt nun für solche Wildschäden haftbar machbar sind, in finanzieller Sicht natürlich. Das sind so Themen, die sind wirklich viel umstritten und werden viel diskutiert. Und natürlich werde ich das auch mal irgendwann erzählen. Aber ja, Projekte genug, ne? Ihr müsst mich halt eben noch viele Jahre ertragen. Hilft ja alles nichts. Noch eine Besonderheit der Tanne aus waldbaulicher, ökologischer Sicht ist, dass die Tanne in der Lage ist, gerade als so ein junger Baum, wie wir sie hier um mich rum haben, ewig lange im Schatten rumzustehen und dabei aber interessanterweise nicht einzugehen. Fast jede andere Baumart, wenn die lange genug im Schatten steht, dann geht sie irgendwann ein, weil dann kann sie nicht schnell genug wachsen. Mit der Situation kommt sie nicht klar und verkümmert und irgendwann ist sie tot. Einfach weil sie nicht genug Licht bekommt und nicht loslegen kann. Die Tanne hat in irgendeiner Form, kein Mensch weiß, wie das genau funktioniert, hat die einen Sparmodus und kann als so ein kleines Bäumchen hier 10, 20, 30, 40, 50 oder sogar 100 Jahre, gibt es so Fälle, in so einem Zustand wirklich vor sich hin vegetieren, wächst dann jedes Jahr nur ein winziges kleines bisschen, macht mal hier und da vielleicht noch einen kleinen neuen Trieb an so einem Seitentrieb, wächst gar nicht großartig in die Höhe, Voraussetzung ist natürlich immer, dass das Reh nicht kommt und sie total zusammenfrisst,
Aber man hat solche Tannen eben schon gefunden, die das auf einer, natürlich jetzt nicht so klein, sondern schon auf einer Höhe, dass sie quasi über den Elser drüber waren, also größer als das Reh waren die dann schon. Aber trotzdem, obwohl das Laubdach, Kronendach immer geschlossen gewesen ist und die kaum Licht bekommen haben, haben sie das irgendwie überlebt. Das klingt jetzt nicht so speziell, aber das ist tatsächlich einzigartig. Das kann von den mitteleuropäischen Bäumen, soweit wir wissen, wirklich nur die Tanne, das so lange überstehen, eben bis zu 100 Jahre lang. Und dann kommt das Interessante. In diesen 100 Jahren ist sie quasi nicht mal gealtert, denn wenn dann oben eine Buche umfällt zum Beispiel und plötzlich Licht ankommt, dann schießt die Tanne nach oben, als ob sie 10 Jahre alt wäre. Man muss nämlich dazu sagen, so ein Baum wächst mit dem Alter immer schlechter, der wird halt eben alt. Entsprechend geht alles langsamer und die Wachstumsprozesse sind dann irgendwann wirklich nur noch minimal. Da kann er froh sein, wenn er noch genug Energie aufbringen kann, um überhaupt seine ganze Substanz mit Nährstoffen zu versorgen. Und das nennt man Respiration, einfach quasi so den Grundumsatz. Das ist, das ist das, was wir eben machen, wenn wir im Bett liegen und schlafen. Da haben wir auch immer einen gewissen Mindestenergieverbrauch und das hat der Baum ja per se auch, ohne dass er versucht zu wachsen. Und irgendwann kann er froh sein, wenn er noch genug Energie bekommt und diesen immer größer werdenden Aufwand, den der immer größer werdende Baum eben hat, noch decken zu können. Und das ist auch so die Haupttodesursache dann für einen Baum. Er ist einfach so riesig geworden, dass er mit seinen vorhandenen Nadeln, Blättern und Laub und so weiter und so fort einfach nicht mehr die Menge an Zucker, Energie aufbringen kann, die es überhaupt braucht, so einen riesigen Körper, wie der dann hat, am Leben zu erhalten. Er wächst sich sozusagen tot. Und dieser Prozess geht dann halt immer langsamer, dieser Wachstumsprozess, weil immer mehr Energie für eben diese Respiration verbraucht wird. Aber wie das jetzt eben die Tanne macht, dass sie 100 Jahre lang quasi nicht altert und sich dann nach diesen 100 Jahren so verhält, als wäre sie ein 10 Jahre alter Baum, das ist eins der großen Rätsel, die Tanne uns eben auferlegt. Sie ist einer der schatztolerantesten Bäume, die wir kennen. Im jungen Zustand, wenn sie dann alt ist, brauchst du schon Licht. Da kann sie dann auch nicht mehr zurückschalten auf das juvenile Stadium, in dem sich jetzt die kleinen Dinger hier befinden, wo sie mit Schatten wunderbar zurechtkommen, sondern dann brauchst du schon auch ordentliche Licht und wenn sie es dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr bekommt, dann geht sie auch wieder ein. Aber eben dieses Ausharren unten, dieses Warten auf bessere Zeiten, bis da endlich ein Altbaum mal umfällt, das ist so eine Besonderheit. Eine meiner Meinung nach sehr faszinierende ökologische Besonderheit der Tanne. Und die Probleme, die sie hat, ökologisch, habe ich erwähnt. Ja, dann vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema. Die Tanne ist eine Mimose und empfindlich und leicht tot zu kriegen. Das Waldsterben wird vielen von euch, die ein bisschen älter sind als ich, spätestens die, werden wissen, was das Waldsterben ist. War groß in den Medien und der deutsche Wald stirbt. In 2010 oder was haben wir garantiert überhaupt keinen Wald mehr und alles werden kahle, schlammige Hügel sein. So Horrorszenarien gab es ja. Die Forstwissenschaft weist darauf hin, dass das sehr wohl so hätte kommen können und dass keine völlig unrealistischen Szenarien gewesen sind. Sie weist aber auch darauf hin, dass sie selber überrascht ist, wie gut der Filter in den ganzen Schornsteinen, also die Filter in den Schornsteinen, funktioniert haben und wie überaus effektiv die Katalysatoren für die Motoren der Pkw gewesen sind, denn der Schwefeldioxid-Eintrag, so das Killer-Ding beim Waldsterben schlechthin, also es gab noch andere Faktoren, aber Schwefeldioxid war so das Hauptdingens, was alle Bäume gekillt hat, das ist damit auf nahezu kaum noch messbares Niveau reduziert worden und deshalb geht es jetzt der Tanne auch wieder besser, aber als eben noch die Einträge von Schwefeldioxid relativ hoch waren, hat das die Tanne wirklich am aller wenigsten gut vertragen von allen Waldbäumen und hat und von allen Waldbäumen auch am meisten gelitten und das ist auch nochmal so die Zeit gewesen, wo man wirklich messbar massive Einbrüche in den Tannenbeständen hat sehen können. Die ganzen Alttannen sind halt eben gestorben. Deshalb, wenn wir jetzt eine tannenreiche Region haben, dann sieht das oft eben so aus, dass man mit viel Glück so einen richtig guten, wüchsigen Tannenverjüngungshaufen hat, wie ich eben da hinten, und sagen kann, ha ja toll, in den nächsten 100 Jahren haben wir hier einen reinen Tannenwald stehen. Wunderschön und ganz, ganz toll. Aber eben die Alttannen fehlen, weshalb solche Tannenbestände Zeugs wieder
da hinten jetzt hier, bei den allermeisten Fällen gepflanzt werden muss. In Bayern wird sehr viel Tanne gepflanzt, die wollen ihren Tannenanteil noch weiter hochkriegen. Sie müssen aber eben pflanzen, allein deswegen, weil gar keine Alttannen da sind, von denen natürlich auf natürlichem Wege eben Samen runterfallen könnten, wo dann neue Tannen hochwachsen. Das ist also auch nochmal so das Ding, was das Waldsterben primär angerichtet hat. Also es hat ja viel Scheiße gebaut und viele Baumarten haben es ihm übel genommen und viele Bäume haben auch gelitten. Viele Individuen, viele Arten, eigentlich alle. Aber die Tanne hat so wirklich am allermeisten mit dem Waldsterben zu kämpfen gehabt. So, die Lichtverhältnisse werden schlechter. Diesmal labere ich nicht, bis ich völlig im Dunkeln hocke. Ich denke, das wird es im Wesentlichen gewesen sein. Tut mir leid, dass die Tanne ein eher unspektakulärer Baum ist, jetzt für die Verwendung, aber ist vielleicht trotzdem ein sehr sympathisches Bäumchen, auch gerade weil sie eben selten ist und so empfindlich. Oh, armes Tännchen. Ich finde, sie ist eine sehr sympathische Baumart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.